Weiter geht's in den unheimlichen Korridorkurs. Ich bin euer Masolin und ich hab Angst. Oh, es regnet. It's rain und fliegende Kürbisse, unlogisch. Egal, lass mir die Sache einfach mal dabei bleiben. Huch. Schon wieder ein Flieger. Ey, hättet ihr wenigstens nicht realistisch sein können, vielleicht so... Vielleicht irgendwie... Keine Ahnung, irgendwie so eine kleine Stange da machen, dass er von wegen... Ah, ich fliege! Nö. Aber die Hände. Da oben ist ein Leben. Es fliegt auch. Aber das ist ja hier was ganz anderes. Guck mal, zum Beispiel die Samurai-Oma. Hat zwar keine Rollen an den Schuhen, aber irgendwie fährt die trotzdem voran. Und das wird so ein fliegender Kürbis. Den ich mal total... Das. Keine Darkman. Und... So, eigentlich ist das Spiel voll lustig, ja? Also mir gefällt. Das, was war das? Da habe ich jetzt nicht irgendwie drauf geachtet. Fail, aber dick, ey. Da ist Hand. Da ist Dark Kürbisboy. Und hier ist wieder ein unsichtbarer Mensch. Kürbis und dann kommt die alte Schachtel wieder. Ich mag die nicht. Hieß mir... Hä? Ach so. Ja, okay. Ich verstehe. Oh, habt ihr den Werwolf gehört? Ups, ich glaube, ich hätte oben lang gemusst. Oder? Hier ist auf jeden Fall das Buch und dann BAM! An your face, du Wichsgurke. Und so. Ah, da haben wir sie ja. Ja, es läuft eigentlich gerade ziemlich gut, ne? Und wenn wir dann später, ja, das Spiel durch haben, ich weiß nicht, da kommt noch extra, da gibt es noch extra einen Bonus für. Aber ich weiß nicht, ob ich den mache, weil es einfach nur die Level nochmal spielen ist. Und das ist eigentlich unnötig. Ja, ich hab's gesehen. Ich habe es gesehen, aber zu spät. Scheiße. Ja, komm, heute noch. So, eine Botschaft. What the... Hab ich das nicht erwischt? Warum konnte ich jetzt hier nicht hoch? Ist da irgendwas? Ich sehe ja nichts. Scheiß Lichtspiegelung jetzt gerade bei mir hier. Durch das Fenster und alles. Ja, sehr witzig. Und noch ein Kontrollpunkt. Und das ist ja Frank Dark. Den wir natürlich ganz gechillt töten. Ice Cream! Sam! Und alles. Also das ist ein Buch. Und da haben wir es. Aber was war da links? Ah! Oh, ein Leben! Ein Leben! So. Der Level ist immer noch ziemlich einfach. Ich glaube, die verändern den Schwierigkeitsgrad auch hier nicht mehr. Großartig, ich meine, das ist ein Kinderspiel, ne? Da unten ist ein Zehner. Weil für sowas Leichtes geben die einen Zehner hier. Aber das Leben da unten ist auch ziemlich... Ja, Oma, gefährlich. Ja, du blöde Tusse. Und jetzt kriegen wir direkt ein Leben wieder. Das ist noch so eine. Was? Wie soll man denn die töten? Der Frankenstein habe ich auch fast wieder übersehen. Da ist schon wieder der Werwolf. So, und da ist Frankenstein aber nicht mehr lange. Oh, wie der wegfliegt. So. Der Sensemann, oder was soll er auch darstellen? Was soll das eigentlich darstellen? Ich habe Hunger. Mir ist Brot. Fällt gerade ein, dass ich noch Brot im Toaster habe. Scheiße. So, die alte ist weg. Wenn das Brot dann gleich trocken wird, so. Dann schmeckt das nicht mehr. Nur krosses Brot ist gutes Brot. 12 Sekunden? Das schaffen wir definitiv. Auch wenn ich nicht weiß, was das Ziel ist. Nein, bestimmt unten. Ja, unten. Und das ist die Bonusscheibe. Ach, da ist eine Wand. Die habe ich gar nicht realisiert. Ja, müssen wir halt ein bisschen voranspringen. So, tote Mann ist wieder da, oder der unsichtbare Mann. Das ist ja mal geil. Da ist die Scheibe. Gut so. Yeah, yeah, yeah. Dancing Flowers.
Und schon das Ziel erreicht. Das ging auch ziemlich schnell. Okay. Mal ein bisschen Laptop bewegen. Ja. Damit haben wir den nächsten Boss freigeschaltet. Das ist, wie war es klar, Gundel Gaukelei. So. Ist ja klar. Ihr Haus auf dem Vesuv. Willkommen in dein Verderben. Dies ist dein Grab. Yeah, so spricht die auch. Was? Also spricht die auch wirklich. Auf herunter. Hallo? Geht doch. Da macht die, glaube ich. So geht das so einfacher. Ja, Tatsache. Was jetzt? Warte. Ja klar. Oh, muss das über den Abgrund hängen? So. Wo machen wir Schaden dadurch? Wie sich da drauf schwingt. Oh, unten. Das ging gut. Ah, noch einer. Oh, unten. Mach deinen scheiß Stromkack. So, hast es bald. Oh, 5 Särge. Wie nett. Bam. So, ich habe zwar nicht berührt, aber... Wir treffen mal trotzdem das Kopfding da. So, hallo. Ja, diesmal treffen wir es, aber es wird nicht anerkannt, oder wie? Sehr lustig. Also ich finde... Scheiße! Aber klar muss ich das ganze Scheiß nochmal machen. Oh Mensch. Also, ich wollte gerade sagen, eigentlich die 5 da, auf den 5 Plattformen, ist gar nicht so schwer, weil die alle so nebeneinander sind. Aber ich bin ja selber so blöd und feiern noch runter. Das war erst blöde. So. Ich glaube, dann war er hier, ne? What the? Oh. Die machen das also anders. Okay, okay, okay. So. Und damit habe ich Gundel das erste Schaden wieder zugefügt. Und damit geht es weiter in Runde 2. Wie 2 Gitter hier zum Beispiel auf dem Boden. Und fall runter. Genau so. Warum eigentlich Kürbisse? Und warum... Nee, ich frage besser gar nicht. Warum das mit den Särgen hier? So, aber jetzt ist dasselbe. Oder? War der hier dran? Ha! Dasselbe. So, dann war hier noch. Ja! Tatsache dasselbe. So. Gundel, Gaukelei, Schaden zugefügt. So, ich hatte Angst runterzufallen. Ich schlag einfach mal wild umher, bis das runterfällt. Ah, okay, es ist unten. Noch einer! Was hat er ja gerade davor gehabt? Kommt noch einer? Ja, klar. Du blödes Biest! So. Ich mach's jetzt ziemlich gefährlich hier. Ah, okay. So. Noch 2-mal treffen und dann ist besiegt der Boss.
So. Dreimal. Ja, wo? Besiegt ist mein! Puff. Besiegt von der Lala. Nein, wie peinlich. Ja. Stirb, Katze. Katze? Miau. Zim. Und wieder dieser Wetterhahn, weil ich immer noch nicht weiß, was das soll mit dem Wetterhahn. Ja. Und hier haben wir dann auch die Welt abgeschlossen. Und jetzt kommt The Last Welt. Die Last Wald. Der letzte Wald. Wir schmelzen uns direkt rein. Supi. Das ist die Lava-Welt. Wie immer in jedem Spiel ist die letzte Welt natürlich die Lava-Welt. Und Halle des Schicksals. Tempeleingang. Kunstgasse und Finsternis. Was für ein Name, für ein Level. Weil der Name so komisch ist, gehen wir nächstes Mal rein. Aber erst nächstes Mal, wie gesagt. Was war das denn für ein Sinn? Bis dahin sage ich erstmal, hier verabschiede ich mich nochmal, auch wenn der Part ziemlich kurz wurde. Heißt leider hier erstmal Time to say goodbye. Ich bin Amazon. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Donald Duck Quack Attack. Bis dahin aber erstmal. Mazalavista, baby.